Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Star Stable Postfolge. Ich trage den Kragen jetzt immer so, weil es total fancy aussieht. Das gehört sich so. So macht man das heute. Wenn man crushern will, dann trägt man seinen Kragen so. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich keinen Kragen haben, aber ich habe einen und deswegen trage ich den so. Denn ich darf meinen Kragen so tragen. Yeah. Wir beginnen mit der ersten Post. Wir fangen ganz unten an, weil ich jetzt so lange nämlich keine Briefe geöffnet habe. Luisa Gladlake schreibt. Okay, ich bin ein großer Fan. Ich bin dein großer Fan. Luisa, dankeschön. Aber da kommt noch ein Brief von dir. Gucken wir mal, was sich dahinter versteckt. Sorry, meine Freundschaftsliste ist auch voll. Mann, aber wäre schön, wenn wir Freunde sind. Ich liebe dich so. Deine Luisa Gladlake. Ja, Luisa, tut mir leid, aber meine Freundschaftsliste ist voll und deine Freundschaftsliste ist voll. Da kann man jetzt wohl nichts machen. Trotz der ganzen Liebe. Sorry. Aber sehr süß von dir. Very quiet, very sweet. Quite sweet. Very cute. Connie Snowdaughter schreibt. Hi, Peggy. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie hältst du das manchmal aus, dass dich Leute verfolgen? Das sage ich jetzt mal vorsichtig in Star Stable. Ist das nicht manchmal nervig für dich? Nein. Also es ist überhaupt nicht nervig, weil ich lese es auch oft, also ich habe jetzt schon mehrere, es gibt da so viele, so die so hatermäßig unterwegs sind, Peggy's Fans, und dann sagt ihr da gar nichts gegen und er will sie auch und bla bla. Ich sage immer so, erstens habe ich euch das ja schon mal letztens erklärt in groß und breit in dem Video, dass ich das total verstehen kann, wenn man sich halt freut über sowas und das halt gerne macht. Das ging mir ganz genauso. Und deswegen sage ich da nichts dagegen und mich stört es auch einfach nicht. Ist doch cool, wenn man so eine kleine Truppe dabei hat, die mit einem dann da rumreitet und dann ein bisschen und dann ist halt ein bisschen was los mal wieder. Ne? Es ist halt mal, der Alltag wird ein bisschen, die Fesseln des Alltags werden aufgesprengt und es passiert mal was in Jorvik. Auch wenn es nur Peggy ist, der mit zwei, drei Leuten rumreitet. Und das sind ja meistens nicht so viele. Ja, also, nein. Ich halte das ja gut aus und es nervt mich nicht. Und schließlich geht es auch immer darum, die Leute, die dann dabei sind, sind ja auch genau die Leute, die meine Videos gucken. Und ohne meine Leute, die die Videos gucken, gäbe es mich nicht und gäbe es den Kanal nicht. Und deswegen kann ich da gar nichts der Böse haben oder dagegen haben. Und ich finde es auch unnötig, dass man das macht, weil man... Der einzige Grund, warum man das macht und das so Spaß macht, sind ja die Fans. Ja? Und wenn ich die nicht hätte, dann würde ich es auch nicht machen und dann käme es auch nicht dazu. Also es ist, nein, es ist nicht nervig. Und wenn ich wirklich mal sage, ich möchte jetzt in Ruhe aufnehmen, dann kann ich denen das auch sagen. Und dann sind die auch lieb. Also dann, wenn ich schreibe, hey Leute, wir sind jetzt ein bisschen rumgeritten, aber ich möchte jetzt mal kurz meine Aufgaben machen, dann lassen sie mich auch in Ruhe. Ja? Also es ist so einfach. Und nein, es nervt nicht. Es nervt wirklich nicht. So sehe ich das. Also ich finde einfach, dass ich kann das verstehen und ich finde das schön, dass es Leute gibt, die sich dafür so begeistern können. Und das ist natürlich für mich, ist das natürlich auch cool, weil ich mir denke, hey, irgendwas machst du ja schon richtig, wenn es Leute gibt, die das echt feiern, was du tust. Ja. Das ist halt wie ein nettes Kommentar. Ja. Willow Maustar schreibt, wann machen wir Video? Warst du gerade am Wäldesee? Was für ein Video? Willow, ich habe keine Ahnung, von was du redest. Melanie Starbart, oh, guck mal, Perky. Perky, du Gurke. Ja, das bin ich. Also, ich habe mir mal ein paar Gedichte ausgedacht. Habe sehr lange gebraucht. Glaub, 2 Wochen oder so. Naja, ich hoffe, sie gefallen dir. Okay, hier ein paar Gedichte von Melanie Starbart. Lieber alles verlieren als und dich haben, als alles haben und dich verlieren. Ja. Ach, das ist literarisch sehr wertvoll und süß. Aber auch wirklich mit Metaebene. Melanie? Krasse Arbeit, gut gemacht. Freunde zu haben bedeutet viel im Leben. Doch muss man die Freundschaft pflegen. Drum will ich dir endlich mal sagen. Da fehlt ein N, ne? Also nochmal von vorne. Freunde zu haben bedeutet viel im Leben. Doch muss man die Freundschaft pflegen. Drum will ich dir einfach mal sagen, wie schön es ist, dich zu haben. Ach, Gott. So, und das war jetzt zwar wenig, aber naja, hab dich lieb, meine Gurke. Ah, danke schön, Melanie. Das ist wirklich sehr süß und sehr creative. Ja, da hat sie sich mal wieder was einfallen lassen.
Und ich finde das sehr schön. Ich finde das sehr gut. Das ist wirklich sehr schön. Oh, Dankeschön. Liebe Melanie Starbart. Ne? Melanie, die ist schon, habt ihr jetzt auch schon in den ganzen Folgen gesehen? Ne? Das ist schon was Besonderes, ja. Lena Klauthöken schreibt. Cool, ich auch. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Das sind so, das kommt immer davon, wenn man mir schreibt, oh, Peggy, antworte bitte per Post und so. Und dann antworte ich halt irgendwas und dann schreibt ihr darauf auch wieder zurück. Und ich weiß dann gar nicht mehr, hä? Um was geht's hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Was ist eigentlich das für eine crazy Musik, die im Hintergrund läuft? Yeah, yeah. Voll der Hardstyle und so. Sally Dusklord schreibt, du machst echt coole Videos. Mach weiter so. Übrigens, klasse Humor. Das war's schon, Sally. Dankeschön, liebe Shelly, für den Humor und die guten Videos. Das freut mich. Weiter geht's. Kira Catgirl. Hallo, Peggy. Hi. Ich schaue deine Videos schon seit einer geraumen Zeit und muss wirklich sagen, dass du mich immer wieder zum Lachen bringst. Smiley Face. Danke. Und ich denke, ich spreche für alle, dass du uns, deine Zuschauer, immer wieder aufs Neue zum Lachen bringst. Und uns so gut unterhältst. Herzchen. Liebe Grüße. Kira. Smiley Face. Liebe Kira. Vielen Dank. Das ist ein wirklich sehr tolles Kompliment und ich hoffe, dass ich dich, nicht nur dich, sondern auch die anderen Zuschauer, ab und zu mal zum Lachen bringen kann und gut unterhalte. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Kira. Das freut mich wirklich sehr. Oh ja. Oh yeah. Jillian Westwater. Danke. Mach weiter so mit deinen Videos. Ja, gerne. Und das mache ich. Jillian. Deal, okay? Guck mal, Sally Dusklord hat noch eine Frage. Ich hätte noch eine Frage. Ist in dem Club, in dem du bist, noch ein Platz frei? Ja, bestimmt. Muss man das machen, um in den Club zu kommen? Nein. Einfach dann online sein, wenn Club Lead on ist und ja, genau, so ist das, liebe Sally. Alicia Yellowtree, hi, was geht ab, schreibt sie. Hi, Pekir, ja, mal wieder was Neues, Pekir. Hi, Pekir, was geht, bist du on? XS, Fragezeichen, Fragezeichen, hola, ciao. Okay, ja, Alicia. Alles klar mit dir, ne? Ja, ja. Oh, das sind Melonies Briefe. Riley Lionland. In Post die vorlesen. Okay. Hi, Peggy. Du bist so toll. Mit ganz vielen Herzchen. Also die Herzchen sind O's. Oh, Herzchen. Also Herzchenos. Ich mag dich. Ich mag dich nicht. Ich hab dich lieb. Sag mal. Was ist dein Lieblingsort in Jorvik? Würde mich mal interessieren. Und welches Champion magst du am liebsten? Deine Riri. Also Riri mag mich also nicht, nein. Aber dafür hat sie mich lieb. Das ist auch sehr süß. Also ihr seid schon sehr knuffig. Also das muss man schon sagen. Mein Lieblingsort in Jorvik. Ich weiß nicht. Momentan glaube ich hier diese Gegend. Da um den Jarlaheim. Jorvik-Stall rum. Hier in Jarlaheim, wo ich jetzt gerade bin. Hier bei den Höfen. Da finde ich es gerade irgendwie total angenehm und schön. Ansonsten Moorland. Ich bin einfach gerne in Moorland. Ich weiß auch nicht warum. Mein Lieblingschampionat ist Fort Pinter. Ja. Ja. Ich glaube schon. Danke Riri. Für diesen lieben Brief. Alina Biwot schreibt, Treffen. Hi, machst du mal ein Livestream-Fan-Treffen? Ja. Gruß, Alina Biwot. Achso, was soll das denn? Ist das jetzt wie so ein Befehl? Erst die Frage und dann die Grüße, die ich durchführen soll, oder was? Guck mal, ich muss meinen Kragen mal wieder updaten hier. Das muss so richtig cross aussehen, weißt du? Okay. Und ja, ich mache ein Livestream-Fan-Treffen und ich grüße Alina Biwot, Antonia Zebrahill und Vivian Underhand. Weil es mir so befohlen wurde. Da steht's. Das steht da. Dann mache ich das auch, wenn es da steht. Ich mache doch einfach alles, was da steht. Alina Biwot nochmal. Wollte fragen, ob du mir ST schenkst. Spaß! Natürlich nicht. Ja, okay, dann halt nicht. Wenn sie keine will, schenke ich halt keine. Nein. Ja, gibt's nicht sowas. Lila Opal Water schreibt. Hi, deine LPs sind Hammer. Mach weiter so. Schreib bitte zurück. Ah, Dankeschön. Ich schreib mal zurück. Dankeschön.
so. Vielen Dank, liebe Laila Opalwater. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Ich danke dir. Guck mal, da kommt Alexandria Greybrook mit Fragen. Hey Tommy, darf ich dich so nennen? Ja, darfst schon. Ich habe ein paar Fragen für dich. Es heißt aber an dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Mal sehen. Kannst du mal mit diesem Account auf Server 1 kommen? Kann ich? Ja, hab aber auch einen Account auf Server 1. Und der hat eine leere Freundesliste. Falls euch das interessiert. Hast du eine PS3 oder vor? Wenn ja, was ist dein Lieblingsspiel? Ich habe eine PS3 und überlege mir eine PS4 zu holen, wobei da momentan noch nicht wirklich Spiele gibt. Das Einzige, ich habe auf der Gamescom Project Morpheus testen können und das finde ich schon sehr geil. Also das Virtuality-Brille für PlayStation 4, das war schon extrem geil. Ansonsten gibt es nur ein Spiel für die PlayStation 4, was mich wirklich interessiert, das ist Bloodborne. Lohnt sich gerade echt nicht. Ich habe eine PS3 und darauf habe ich auch nur ein, zwei Spiele und das, glaube ich, mein Lieblingsspiel darauf ist Beyond Two Souls. Weil es exklusiv ist, sonst kann ich auch alles auf dem PC zocken. Ich bin halt eher so der PC-Zocker, ne? Ich habe auch eine Xbox und so, also ich habe mehrere Konsolen so, ne? Du hast mal ein Video angedeutet, dass du Beyond Two Souls, von einer Skala von 1 bis 10 würdest du das Spiel benoten. 10, weil es, oder 9. Es hat schon so ein paar Logikfehlerlücken, die mich ein bisschen nerven, aber ansonsten ist es ein sehr cooles Spiel, weil es sehr atmosphärisch ist und ich liebe halt diese inszenierten Filme, diese interaktiven Filme, also diese inszenierten Spiele quasi, wo du halt so in diese Rollen gehst von den Leuten und das nimmt dich total mit. Also Beyond zum Beispiel hat auch wirklich so Sequenzen, wo es dich richtig so packt und dich so mitnimmt und das mag ich, das ist sehr intensiv, ein richtig cooles Spielgefühl und deswegen fand ich auch Beyond Two Souls richtig geil. Hast du ein Lieblingspferd? Ich glaube Dark Madness. Aber wenn es jetzt um SSO geht, in echt, boah, ich finde viele Pferde richtig süß. Also Pferderassen, ich weiß nicht. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, wahrscheinlich habe ich eins, ja. Ja, es gibt auch ein Real-Life-Pferd, was ich gerne mag. Kannst du mal ein Fan-Treffen in Real-Life machen? Ja, klar, kann ich schon, aber das lohnt sich bei 6.000 Abonnenten nicht. Also, es ist wirklich so. Also, und wenn ja, am besten in Nürnberg. Aha, ich fahre nämlich in den Sommerferien hin. Also, Alexandria fährt nach Nürnberg. Das ist schön, Nürnberg ist eine sehr schöne Stadt in Mittelfranken, Bayern. Das ist eine sehr schöne Stadt, da kann man schon mal Ferien verbringen. Ja, nein. Also ein Fantreffen in Real Life lohnt sich einfach nicht, weil ich sag mal, von den knapp 6.000 Abonnenten, die ich habe, können dann da vielleicht 3 kommen. Oder so, wenn überhaupt. Ne? Und das zu organisieren und so, das wird sich, glaube ich, gar nicht lohnen. Ich mache sowas sehr gerne. Es gibt halt immer wieder die Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel auf der Gamescom, wo man sich halt treffen könnte oder sowas. Ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr auf der Gamescom mit dem guten Helmi getroffen. Der da einfach mir angeschrieben hat, gesagt, hey, Peggy hier, ich bin auch auf der Gamescom, wollen wir uns mal sehen? Irgendwie können wir ein bisschen durch die Hallen marschieren. Ja, und so haben wir das dann gemacht und sind dann so ein bisschen am Gamescom-Freitag durch die Hallen marschiert. Das war sehr cool, also hat schon Spaß gemacht. Dann, aber ansonsten, ja, wenn ich mehr Abonnenten habe, vielleicht, aber dann muss ich schon lohnen dann. Versteht ihr? Das macht sonst keinen Sinn. Also, glaube ich einfach nicht. Weil dann muss man schon eine Gruppe haben, wo man dann auch irgendwas planen kann und so, ne? Ansonsten für solchen Events wie Gamescom und solche Sachen, da kann man das sehr gerne machen, ne? Du hast doch bestimmt ein oder mehrere Teile Assassin's Creed gespielt. Ja. Könntest du dazu auch ein LP? Nein. Ich finde Assassin's Creed einfach nicht geil. Und ja, weil ist einfach nicht mein Spiel so ganz. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da noch ein Teil, den ich dann mal Let's Play. Mal gucken. Kann ich jetzt nicht versprechen, ob ich das mache. Ich hoffe, die Fragen haben dir gefallen und mein Computerproblem ist übrigens auch gelöst. Siehe Postfolge von 21715 als Kommi. Aha. Ja dann. Ach so, vom 21.07. Aha. Deiner Alex. Ja, Alex, dann Dankeschön für die Fragen. Ich hoffe, sie sind hier mit beantwortet und wir sehen uns in der nächsten Postfolge. Bis dahin. Tschüss.